und sneaken. Dann hier so. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, erstmal was trinken. Gehen wir wieder raus. Herzlich willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. Ja, wir betreten jetzt gleich die Destillerie. Und, ich weiß gar nicht, was ist da, was wartet da auf uns? Ich glaube, wir müssen bis zu dem, bis zur Brutstätte der Elfen. Wir müssen zuerst die Elfen mal befreien und dann uns irgendwie zur Brutstätte von den Elfen durchkämpfen, damit wir ein perfekter Klon von Styx werden. Weil bis jetzt sind wir ja nur unperfekt. Ja, ohne weitere Rumschweife, gehen wir mal wieder rein hier. Ah ja, genau. Hat mich übrigens sehr gefreut, dass so viele Leute meine Videos gucken bis jetzt. Richtig schönen, herzlichen Dank nochmal raus an alle, die regelmäßig zugucken. Freut mich jeden Tag sehr. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. So, gar nicht so lang die K10. Da unten der Handlanger, den werden wir wahrscheinlich abmurksen müssen. Aber um zu dem zu kommen, müssen wir uns zuerst ein bisschen durch... Oh Gott. Einen kann ich ausschalten, den zweiten. Muss ich dann fighten. Oder? Komm, der lässt den nicht vorbei, oder? Ja. Gehen Sie wieder, mein lieber Herr. So. Gucken, wenn die wieder ihrer Routine nachgehen. Ah, der eine schläft sogar. Perfekt. Heißt, ich muss den eigentlich nur schleichend irgendwie. Was ist das für ein Geräusch? Das ist die Lampe da oben, oder? Hört ihr das auch? Vielleicht kann ich es ein bisschen rauseditieren, denn das ist schon ein bisschen seltsames Surrgeräusch. Ja, das war gut. Oh, eine Münze. So, mein lieber Herr. Er kann auch laut sterben von mir aus. So, Leiche weg. Kommt da eh keiner rein. Haben wir nächste Beschäftigung, bis sie dich abgeregt haben. Ich dachte nicht, dass sie dich durch die Tür hören irgendwie, aber anscheinend machen sie das. So, und die Tür muss ich noch aufsperren, sehe ich gerade. Die hat noch ein Schloss. Falscher Knopf. Das wollte ich drücken. Ja, genau. So. Ja, schade, dass man nicht leveln konnte, dass man schneller Türen knacken kann. Ne? Das dauert nämlich immer sehr lang, finde ich. Hier können wir einmal das Licht ausmachen. Und den Gang kenne ich noch. Dann machen wir am besten hier auch das Licht aus. Sicher ist sicher. Den Typen, den müssen wir irgendwie da rauslocken. Aber was mache ich am besten jetzt mit Augenkontakt? So, ja. Denn wenn ich pfeife, dann kommt wieder die ganze Mannschaft und das will ich ja nicht. Aha. Das ist nicht gut. Doch, gut. Okay. Ich hab den Schlüssel. Jetzt erstmal tarnen. Lassen wir die mal sich jetzt wieder beruhigen. Das lief jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Never a moment's rest. I can't take it anymore. There's a body over here. Understood. This is my chance to finish with it. Leave them where they are. Must reach the heart of the tree. They will not prevent me. Ah, the pain. It's worse all the time. Oh, my brains are gonna be mush if I can't find a way to stop it. Ja, da kommen sie wie die Ameisen, wenn man einmal einen tötet hier. Die müssen sich jetzt erstmal abbringen. Gucken, vielleicht hat irgendwer von denen was Gutes dabei.
Ein Trank vielleicht. Ein Goldharztrank wäre gut. Oder ein Messer. Der Messer habe ich auch nur noch eins. Aber anscheinend sind die auch nicht so gut bestückt. Tja. Jetzt ist wieder Ruhe. Wir müssen eh jetzt wieder zurück, oder wie sieht's aus? Mechanismus, aha. Bleibt ihr jetzt da stehen, oder? Ja, dein Pech. Oh, ein Messer. Perfekt. Da kommt einer. Tja, ja. Einer nach dem anderen. Wir kriegen die schon alle. Irgendwie. Gut. Das speichern wir erstmal. Und wie geht's jetzt weiter? Da ist noch so ein Heini. Da ist ein Blechmann. Den will ich umgehen. Da hinten ist ein Goldhasstrank. Den brauche ich. Aber es wäre nice, wenn der auch weg wäre. Irgendwie. Oh, 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 oh. Ah, die sehen sich gegenseitig an. Das ist uncool. Ja, in dem Fall versuchen wir vielleicht den Goldharztrank zu holen. Ich weiß gar nicht, hatte der jetzt ein Fläschchen? Ja, hatte er. Ja, aber nur Säure. Säure ist egal. Haben wir in dem Playthrough, glaube ich, nur einmal benutzt. Und das aus Versehen. Mann, jetzt kommt da unten der Schreihals. Der Doktor. Weiß ich nicht, was... Doktor ist es, ne? Hat der ein Messer? Ne, der hat gar nichts. Nur einen guten Schlaf hat er, sonst hat er nichts. Dann lassen wir ihn weiter schlafen. Hier gibt's auch nichts, oder? Aber da oben gibt es jemanden. Ja, der ist schon alarmiert. Speichern wir erstmal. Nicht, dass er jetzt verschiebt geht. Ich versuche mich jetzt da oben unter seinen Tisch zu schummeln. Aha. Aha. Da ist wieder so ein Dosenmann mit einem Röntgenblick. Noch einer. Zwei von denen. Perfekt. Weiß, ich muss es anders machen. Alter, die haben auch einen Sichtradius, ne? Die haben auch einen Sichtradius. Das ist ja nicht mehr normal. Okay. Ah, jetzt kann ich mich erinnern. Genau, das war ja auch so eine schwierige Stelle eigentlich. Da habe ich ziemlich gerätselt. Da hinten liegt auch noch ein Messer. Das werden wir uns gleich gönnen. Danach muss ich hier nochmal rauf. Und zwar... Hier, Messer. Und zwar, wie war das? Irgendwas mit dem Klon war das, genau. Ich muss hier rauf, dann muss ich hier speichern erstmal, ne? Und jetzt wird's haarig. Wir müssen das auslösen. Und dann müssen wir einen Klon machen. Ihn gleich übernehmen. Und da sprengen und sofort durchgehen. Ja, ja, haha. Kriegt mich nicht, kriegt mich nicht. Dann müssen wir mit dem Klon jetzt. Ah! Nein! Mr. Ork, lassen Sie mich. Darauf. Ja, genau. Der ist nämlich One-Shot. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Vor allem, dass mich der Ork gehört hat. Schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Oh, die sind teuer, Leute. Die kosten voll viel Ember. Oder wie heißt das Zeug? Ember, ne?
Also, nochmal. Runter und durch. Ja, genau. Goldharz, meine ich. Ich weiß nicht. Wird schon Ember heißen, ne? Oder Ember heißt eigentlich ja Glut. Soweit ich weiß. So, da muss man schnell rauf. Genau, denn sonst trifft dich da so ein Wurfmesser und du bist sofort tot. Und mit dem Klon müssen wir jetzt schnell hier durch das Loch. Genau. Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Beim dritten Versuch klappt es dann hier runter. Dann muss man hier auf den... Kann man den Trank nehmen? Das wäre interessant. Nein, kann nur der Kontrolleur, der Erschaffer. Hier den Knopf drücken und dann Mechanismus betätigen. Dann ist er eh schon kaputt, der Klon. What are you doing? I was sent here by your ambassador, goddammit! We know. He took a risk by allying himself with an impure creature like yourself. By living amongst the humans, our ambassadors have been away from the tree for far too long. What they see in the amber is misleading. It is you who will bring ruin to Akinash. We will not let you out. What the fuck? Close the doors. Come on. This is bullshit. As soon as I get out of here, I'm gonna kill you all. You hear me, Elf? All of you. You're gonna die screaming. One by one. You hear me? My friend, I am sorry that my peers and I have a different view of things, but I beg you to forgive them. You are close to your goal. The empty cocoon is very close. Styx has not yet reached the heart, but he is not far. I can sense it. Be reborn and face him now. This is the last thing that you will hear. Good luck. Yo, Angriff der Ekelelfen. Jetzt wird's richtig haarig, denn jetzt kommen die Elfen als neuer Gegnertyp. Sobald wir wiedergeboren sind. Das habe ich wirklich nicht genossen. Also das ist wirklich anstrengend, denn die haben eine ganz, ganz blöde Fähigkeit. Sie spüren Präsenz von mir. It hurts. Hey, the mark. It's gone. I am whole. Styx. I'm coming to kill you. No gate will stop me. I will be the one and only me. Also wie gesagt, Styx kann uns jetzt nicht mehr spüren, denn wir sind jetzt ein perfektes Wesen. Also nicht mehr abhängig von ihm. Aber dafür können uns die Elfen spüren. Und das wird gleich richtig nervig. Ihr werdet sehen. Da hört man schon. Da liegt ein Trank, das heißt, ich benutze meinen gleich. Damit wir wieder voll sind. Da haben die Elfen schon ganz schön zugeschlagen. Hier haben sie den Ork gleich schon mal erledigt. Sieht man das eigentlich? Das irgendwie Speerwunden? Weil letztes Mal waren ja Messer, die drin gesteckt sind, ja? Diesmal hat da keine Messer drin stecken. Fuck. Elves. They can feel the amber around them. And guess what? I'm full of this fucking amber. Ja, sagte er gerade. Wir können nur wirklich viel Abstand halten von denen.
denn die haben quasi eine Bubble um sich und wenn man in diese Bubble eintritt, dann merken die einen. Und dann dauert es nicht lang, bis sie einen angreifen und das ist natürlich ein One-Shot-Gegner wieder mal, weil es ist ja noch nicht schwer genug. Deshalb, ich weiß, da unten ist einer zum Beispiel. Da müssen wir jetzt gleich umgehen. So. Und gleich den Hebel. Nein, nein. Ja, jetzt seht ihr, was ich meine. Also es ist halt... Und die haben sowas wie internen Funk miteinander. Denn die sind ja alle irgendwie geistige Wesen. Und wenn halt einer dich sieht, dann sehen dich alle sofort. Die, man hört dann auch die Stimme des Typen irgendwie in seinem Kopf. Also echt eklig. Man muss halt auch nicht dauernd schleichen, denn schleichen bringt nichts bei denen. Die haben sich halt so entwickelt, dass sie über Gedanken kommunizieren und spüren und so. Und manchmal denke ich auch über Geruchssinn so ein bisschen. Daher muss man da nicht immer schleichen bei denen. Weil die ja sowieso nicht auf ihre Ohren vertrauen. Da muss einfach nur schnell sein. Ah, fuck. Jetzt hab ich schon wieder. Sorry. Schimpfwörter sagt man nicht. Ja, also gleich wieder da. So, ja, hat man gesehen, die Elfen mit ihrem Spürsinn sind gar nicht so toll als Gegner. Aber sie werden uns nicht lange als Gegner begleiten, das ist der Vorteil. Genauso wie damals halt die Styx-Klone auch nur in dem Abschnitt da waren, sind die auch nur in einem kurzen Abschnitt da. Aber es ist schon nervig genug. Jedenfalls, erstmal wieder Trank. Ach, da wär ein Messer. Wir haben drei Messer, ne? Das heißt, wir können den eigentlich messern und zurückgehen und uns das Messer dann hier holen. Wird einiges vereinfachen. Okay, ich habe ein Messer in den Wind geschossen. Das war nicht so toll. Jetzt muss ich mich nämlich an dem vorbeischleichen. Da spürt er mich schon wieder. Seht ihr das? Jetzt sind es zwei. Ja, weil die halt kommunizieren miteinander. Richtig nervig. Also, ich lade jetzt nochmal neu. Ja. Die Elfen, ne? Richtig nervige Heinis. Mit ihrer Spürerei und mit ihrer Kommunikation miteinander. Gar nicht so angenehm, gegen die zu kämpfen, aber man muss ja nicht lang gegen die kämpfen. Es gibt die wirklich nur in diesem Kapitel und da auch nur in einem relativ kurzen Abschnitt. Und ich habe gerade was gesehen. Ich kann hier, ja, den Trank nehmen und da drüben liegt noch ein Messer. Ich habe ja volle Messeranzahl. Heißt, ich kann den Elfen hier mit dem Messer ausschalten, wenn ich gut bin. Bevor er mich sieht. So. Dann liegt da auch ein Messer.
Nee, eine Münze, guck. Die hatte ich nicht. Die habe ich beim letzten Playthrough nicht mitgenommen. Hier. Messer sind wieder voll. Goldharz ist nicht so ganz voll, aber ist okay. Mit zwei vollen Flaschen. Jetzt, ich speichere hier mal erst, weil ich will das nicht nochmal spielen. Verständlich, oder? Wie war das jetzt? Cerberus' System. I gotta get back to Barryman's and catch up with Styx. Ich muss nach oben weg. Da ist sogar noch ein Mensch am Leben. Seltsam oder gewollt? Vielleicht ein Hinweis, dass ich da lang muss. Denn eigentlich bekämpft sich die ja. Da liegen zwei Tote zum Beispiel. Sorry. Hier liegen auch zwei Tote. Aber ich muss da eh nicht lang. Denn ich muss, glaube ich. Oh Gott. Ich muss, glaube ich, da lang. Ja? Oh nein, da ist ein Elf. Der dreht hoffentlich seine Runde. Ja, der geht stur seinen Weg. Da. Der hat mich fast schon, ne? Wo ich schnell vorbeigehe? So, ich gleich mal ausschalten. So, jetzt wäre nice, wenn ich irgendwo ein Messer finden würde, denn dann hätte ich wieder volle Messeranzahl. Denn ich weiß was, was ihr nicht wisst, nämlich, dass der Endgegner mit Messern total easy ist. So, jetzt wisst ihr das auch. Wie war das hier? Da gab es irgendwie... Ah, da. Da. Hier so, genau. Hier gab es Haken. Oh Gott. Hab mich der erschreckt gerade. Da gab es so Haken. Ich und Klettern, ne? Das ist halt schon wieder so. Herrlich. Jo, da muss ich da vorne rein. In das Loch. Reinschneaken. Dann hier so. Ah! Oh mein Gott. Erstmal was trinken. Gehen wir wieder raus. So. Und jetzt wieder rein. Alter, jetzt habe ich kurz geschwitzt. Ey, überall. Kennt ihr das, wenn er erschreckt? So Blitzschweiß. Ah. Gut. Hier rüber, genau. Und dann da lang. Da kann man wieder runter jetzt. Dann wieder hoch. Oder? Ne, ich habe was anderes gesehen. Da ist so ein... Ja, wie soll ich das nennen? Hinher, Spring-Event. Nein, habe ich Leben verloren. Komm her. Mann! Nein! Styx! Nimm dich doch jetzt zusammen. Ja. Reiß dich zusammen, Mann. So. Hier war's. Wie ging's hier weiter? Ich glaube, hier lang.
Nein! Verdammt. So, darüber. Und da. Genau, da war ja was. Der Aufzug. Nein. Warum? Warum? Jo, dann geht's hier rüber. Ja, schon mal gut. Mal speichern. Oh. Oh je. Da kommt der Aufzug. Boah. Gut. Gut, gut. Speichere ich das jetzt? Ich weiß ja nicht, ne? Ja. Ich weiß, ich habe gerade gespeichert, aber ihr kennt mich ja. Dauert ja nicht lang, das Speichern, ne? So, wie geht's jetzt da raus? Oder rauf halt. Hier so. Gut. Dann hier ist ein Haken, oder? Dann hoch, hoch, hoch. Hoch. Und rüber. Drauf, bitte. Danke. Die Kletterei, ne, Leute? Die Kletterei. Macht mich fertig. So, ja, okay. Jetzt kommt eine Cutscene. Wir verschwinden im Loch. Ich würde aber sagen, das war schon wieder für die Folge. Danke, dass ihr reingeguckt habt. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann weitergeht in Richtung Wiedergeburt. Nee, in Richtung Endgegner, glaube ich. Ja, hab mich gefreut. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und schreibt einen Kommentar. Und ansonsten, wenn ihr noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.